Hallo Leute, ich möchte über Möllemann labern, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier. Ich muss mal kurz was gucken, ob das. Okay, das läuft noch, die Kamera läuft. Ich würde mich wirklich schwarz ärgern, wenn die aus wäre. Ne? Läuft, läuft. Na, ich. Okay. Ne, läuft, läuft, läuft. Okay, also Möllemann hat ja gesagt Folgendes. Das war der dümmste Skandal der Geschichte. Ja, also der sagt: Ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland gibt, leider, die wir bekämpfen müssen, mehr Zulauf verschafft hat als Herr Schauern und in Deutschland ein Herr Friedmann mit seiner intoleranten und gehässigen Art überheblich. Also erstens sagt er, ich fürchte, dass kaum jemand, ja, kaum jemand. Und leider. Und er will die Antisemiten bekämpfen, ja. Und Zulauf, das heißt, es gab vorher schon Antisemiten, ja. Vorher gab es sie schon. Zulauf, ja. Und die Antwort auf diesen Spruch, den ich gleich auch verlinke, damit ihr den auch euch nochmal durchlesen könnt, ja. Also den müsst ihr euch nochmal durchlesen hier. Also die Antwort auf den Spruch war dann ja, Möllemann macht die Juden für den Antisemitismus verantwortlich. Das stimmt ja auch nicht mal. Höchstens zwei Juden, Scharon und Friedmann, ne? Und selbst die macht er nicht für den gesamten Antisemitismus verantwortlich, okay? Sondern er sagt ja nur, dass sie ihnen Zulauf verschaffen, ja? Also gab es vorher schon Antisemiten, ne? Und kaum jemand. Es gibt also noch andere, ne? Ne? Und dann sagt er noch, er will die Antisemiten bekämpfen, ne? Und er möchte nicht in diese Ecke geschoben werden. Ne? Also wie viele Versicherungen und Absicherungen in diesem Satz stecken. Ne? Also das ist Wahnsinn. Und trotzdem war das sein politisches Todesurteil. Ja? Trotz all dieser Absicherungen. Ja? Und dann der wesentliche Vorwurf war, er macht die Juden für den Antisemitismus verantwortlich. Ja? Das war die Kritik. Und deshalb war seine politische Karriere praktisch zu Ende, ja. Weil er die Juden für den Antisemitismus verantwortlich macht und das sei ein antisemitisches Klischee. Und deshalb geht es schon mal gar nicht, weil es ein antisemitisches Klischee ist. Ne? Und dann haben sich alle auf den gestürzt. Lambsdorff, Schäuble, ich weiß es noch, Schröder und selbst politische Weggefährten haben ihn total, sich total von ihm distanziert und das war absolut menschlich erbärmlich, erbärmlich. Das war einfach nur erbärmlich, ja. Ne? Wie die sich alle von ihm abgewendet haben. Und was hat er da schon Schlimmes gesagt, ja? Hat ja nicht mal gesagt, dass die Antisemiten irgendwie recht haben, ja. Und er hat auch nicht die Juden dafür verantwortlich gemacht, sondern Friedmann, ja. Und rein logisch, was ist daran falsch, ja, Friedmann für Antisemitismus verantwortlich zu machen, ja? Friedmann war ja auch ein Funktionär im Zentralrat der Juden, ja. Und wenn wir jetzt mal, ich hab das schon so oft gesagt, wenn wir jetzt mal dieses Gedankenexperiment machen, der Vorsitzende vom Zentralrat der Juden, der vergewaltigt 10 Babys, ne? Rein theoretisch, ja. Und dann. Das würde den Antisemiten wohl auch Zulauf verschaffen, oder? Glaubt ihr nicht, dass das den Antisemiten Zulauf verschaffen würde? Ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich deshalb selbst zum Antisemiten werde, nur weil ich sehe, dass das den Antisemiten Zulauf verschafft. Ne? Das wäre ja sozusagen eine objektive Feststellung. Ja, diese Tat schafft den Antisemiten Zulauf, ja. Wenn der Vorsitzende 10 Babys vergewaltigt, ja. Das mache ich mir damit nicht zu eigen, nicht wahr? Aber das geht schon nicht, ja. Selbst schon die objektive Feststellung, dass die Tat eines Juden den Antisemiten Zulauf verschaffen kann, selbst das ist schon, diese objektive Feststellung geht schon zu weit in der BRD, ja. Ich kann noch nicht mal sagen, ich kann nur sagen, die Antisemiten sind immer böse, ja, und immer. Und egal, was ein Jude oder mehrere Juden oder der Zentralrat tun, ist vollkommen egal, ja.
ob das den Antisemiten Zulauf verschafft. Denn die Antisemiten sind sozusagen das Böse, was ich nicht verstehen kann. Und es ist vollkommen egal, ob ein Jude der Vorsitzende des Zentralrats der Judenszenen Babys vergewaltigt hat oder nicht. Das ist vollkommen egal. Ja. Selbst dann könnte ich nicht die Feststellung treffen, dass das den Antisemiten Zulauf verschafft. Denn der Antisemit ist sozusagen etwas Mythisches über aller Vernunft. Ja. Und der Antisemit ist 100% als böse definiert. Und man kann auch nicht im Entferntesten seine Motivationen analysieren oder darüber nachdenken. Es wäre vollkommen irrelevant, ob der Zentralratsvorsitzende 10 Babys vor laufender Kamera vergewaltigt. Selbst wenn das objektiv den Antisemiten Zulauf verschaffen würde, und das würde es ja, vermute ich, selbst dann wäre diese objektive Feststellung schon zu viel, weil der Antisemit als das mythisch Irrationale, das absolut mythisch Irrationale gesehen wird, was nicht einen Kern Rationalität haben darf und die Motive des Antisemiten auch nur im Entferntesten zu analysieren, ja, damit ist man schon Antisemit und das absolut Böse, ne? Und wenn man mal darüber nachdenkt, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, dann kann ich nur sagen, sehr absurd, ne? Also wenn man wirklich mal über diesen Möllemann-Skandal wird überhaupt nicht gesprochen, aber wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, wie absurd das ist, ich schreibe hier nochmal gerade dieses Zitat dahin. Es geht ja wirklich nur um dieses Zitat, ja? Das hat ihm total das Genick gebrochen. Ja, und ihn in den Selbstmord getrieben. Erst politischer Tod, dann Selbstmord. Ne? Und wenn man darüber mal nachdenkt, dieses Zitat habe ich zum Teil Menschen aus anderen Ländern vorgelegt, ja, und die haben überhaupt nicht verstanden, also zum Teil auch in deren Sprachen übersetzt, die haben überhaupt nicht verstanden, was da der Skandal sein soll. Ne? Und was ich auch gemacht habe, ich habe dann statt Antisemitismus Antibajuvarismus gesagt. Also Stoiber schafft den Antibajuvaristen Zulauf und dann haben alle nur gesagt, du bist so ein Bayern-Freund, ne? Was stört dich denn im Antibajuvarismus, ne? Ich habe genau dasselbe Zitat, nur statt Friedmann und Sharon Stoiber und statt Antisemitismus Antibajuvarismus. Und genau dasselbe Zitat, und alle haben gesagt, ja, wieso willst du denn den Antibajuvarismus bekämpfen? Was soll der Quatsch? Bist du so ein Bayern-Freund? Lass das doch, du brauchst doch den Antibajuvarismus nicht zu bekämpfen. Ne? Also dieses Zitat, das habe ich wirklich schon vielen Franzosen, Polen, Ungarn vorgelegt, zum Teil in ihrer eigenen Sprache oder auf Englisch, und die haben es nicht verstanden, warum das ein Skandal ist. Wenn man darüber wirklich mal nachdenkt, ist das... Das zeigt die Pathologie der BRD. Ja, dieser Möllemann-Skandal. Ne? So sieht's aus.